Ganz anders verlief das Leben von Schwester Eva Nagel. Sie hat die Bombennacht am 5. März 1945 in Chemnitz miterlebt. Damals saß sie mit ihrer Mutter und anderen Bewohnern im Keller. Das Heulen der Flugzeuge klang fürchterlich und das Einschlagen der Bomben erschütterte das ganze Haus bis in den Keller. Plötzlich sagte jemand: Unser Haus ist getroffen. Wir kommen hier nicht mehr heraus. Jemand anders rief: Reiß die Ziegel aus der Wand zum anderen Haus. Schon lange vorher hatte man Löcher in die Kellerwände getan, damit die Häuser miteinander verbunden waren. Diese waren provisorisch wieder zugesetzt worden. Jetzt wurde dieses Loch die Rettung. Eva kroch mit ihrer Mutter durch dieses kleine Loch. Aber die Mutter hielt es im Keller nicht mehr aus. Sie nahm Eva an der Hand und ging mit ihr auf die Straße. Rechts und links brannten die Häuser. Sie gingen durch die Stadt, die ein Trümmerfeld war. Überall brannten und rauchten die zerstörten Häuser. Mutter fand einen Handwagen und lud ihre wenigen Sachen darauf. Wohin gehen wir jetzt? Fragte Eva. Wir sollen uns in Rabenstein melden. Das hat man uns vorher schon gesagt. In Rabenstein bekamen sie eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern. Sie wurden von den Menschen freundlich aufgenommen, die sehr hilfsbereit waren. Hier sollte sich für Eva ein ganz neuer Weg auftun. Vieles hat sie in Rabenstein erlebt, bis eines Tages eine entscheidende Stunde für sie kam. Es war in einer ganz normalen Gemeinschaftsstunde, in der die Geschichte von Abraham gelesen wurde. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Dieses Wort traf Eva ins Herz. Gott hatte einen anderen Weg für sie. Noch wusste sie nicht, wohin der Weg gehen würde. Aber sie stellte sich schließlich in Aue vor. Doch damals brauchte man für Aue noch eine Genehmigung. Das Gebiet zählte als Sperrgebiet und stand unter der Kontrolle des Uranbergbaues Wismut. Aber warum erst auf Genehmigungen warten? Mit ihrer Freundin fuhr sie mit dem Fahrrad auf Umwegen über kleine Dörfer an den Kontrollen vorbei und schaffte es bis Aue. So kam sie ans Ziel.